Seegurke, Marmordrachenkopf, Tintenfisch, 50 Arten sorgfältig geschnibbelt, nicht für den Markt, nicht für den Kochtopf, sondern fürs Reagenzglas. Seit dem Desaster von Fukushima testet die Fischereigenossenschaft von Onahama freiwillig ihren Fisch, damit die Menschen ihm wieder mehr vertrauen. Und? Alle Zeichen auf grün, weniger als 25 Becquerel und damit weit unter dem Grenzwert, da Fisch darf verkauft werden. Doch jetzt blickt die Genossenschaft wieder sorgenvoll Richtung Fukushima, das 60 Kilometer weiter nördlich liegt. Denn das Kühlwasser aus dem AKW, das in diesen vielen Tanks lagert, soll vor der Küste in den Pazifik gepumpt werden. 1,3 Milliarden Liter, so viel wie in 500 olympische Schwimmbecken passt. In dieser Filteranlage wird das Wasser zuerst gereinigt, das radioaktive Cäsium und Strontium entfernt. Übrig bleibt im Wasser Tritium, das dann mit Wehrwasser verdünnt und deshalb von den Prüfbehörden als unbedenklich eingestuft wird. Durch diesen 1 Kilometer langen Tunnel könnte das Wasser bald fließen. Die Internationale Atomenergieorganisation hat die Anlage häufiger inspiziert und heute in Tokio ihren abschließenden Bericht vorgelegt. Falls die Regierung nun beschließt, den Plan umzusetzen, sind die Auswirkungen auf die Umwelt unerheblich. Aber nicht auf ihr Geschäft. Schon jetzt holen sie viel weniger Fisch aus dem Meer als vor der Katastrophe. Dabei gäbe es viel mehr, nur kaufen will ihn keiner. Takehiko Niimatsu ist Fischer in vierter Generation und will die Pläne von AKW-Betreiber TEPCO unbedingt verhindern. Unser Ruf wird zerstört, alles, was wir uns in den letzten 12 Jahren aufgebaut haben. Vermutlich. Das weiß man erst, wenn es soweit ist. Diese wabernde Angst, sie zeigt sich auch in den Regalen im Nachbarland Südkorea. Salz ist schon jetzt ausverkauft, aus Sorge, dass bald keines mehr aus ihren Meeren gewonnen werden kann, wegen der Verklappung des Kühlwassers. Diese Auslagen dürfen auch weiterhin nicht mit Fisch und Meeresfrüchten aus Japan bestückt werden. Und auf den Straßen von Seoul protestierten die Menschen schon vor einigen Wochen. Und das, obwohl ihre eigenen Atomkraftwerke ebenfalls große Mengen an Tritiumwasser ableiten, eine gängige Praxis weltweit. Hisashi Maeda von der Fischereigenossenschaft Onahama gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich die Fische aus der Region irgendwann wieder genauso gut verkaufen wie vor dem Reaktorunfall. Um das möglich zu machen, bleibt uns nichts übrig, als vorerst in diesem Strahlungsmesslabor weiterhin täglich Tests durchzuführen. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Noch ist der Andrang auf der Fukushima-Fischauktion überschaubar. Viele Verkaufspaletten bleiben leer.